grüß Gott, ihr Lieben. Ich melde mich zurück mit einem kleinen Wandervideo heute aus meiner Heimat und möchte euch damit einfach dazu motivieren, mal bei euch vor der eigenen Haustür wandern zu gehen. Schwäbische Alb ist jetzt vielleicht nicht für jeden interessant, aber ich werde euch trotzdem mitnehmen. Und ich habe auch die Käppi dabei. Mal wieder. Genau. Ja, und damit möchte ich euch eigentlich nur zeigen, egal wo ihr wohnt, in Deutschland, Österreich, Schweiz, ich bin mir sicher, bei jedem von euch gibt es innerhalb von einer Stunde Fahrzeit wunderschöne Natur zum Wandern, wunderschöne Landschaft. In Österreich und Schweiz sowieso, aber auch wenn ihr in Deutschland wohnt und denkt, das ist uncool, geht doch einfach mal vor die Haustür und schaut euch an, was für tolle Wanderwege ihr dort habt. So. Und wir bringen euch jetzt zum Schlossfelsenpfad, den wir heute laufen. Wir sind jetzt gestartet beim Waldheim in Albstadt und es geht dann vorbei an einem Klettergarten. Der Klettergarten ist mitten im Wald, war auch gut besucht. Und komme jetzt hier gerade an einem Wildschweingehege vorbei. Oh, jetzt! Schlossfelsenpfad links rum. So, jetzt kommen wir mal in eine richtig typische, schöne Heidelandschaft, die es ja auf der Alp so gibt, mit Wacholderbüschen. Hier sehen wir mal so einen Wacholderbusch von nahem und die haben schon Bärchen angesetzt. Da kann man jetzt schön Schnäpsle draus machen, ne? Oder andere schöne Dinge. Ich weiß nicht, ob man das darf. Und die schmecken süß. Die schmecken süß, ja, das ist voll spannend. Aber irgendwie ein bisschen ätherisch. Ein bisschen wie ein Saunaaufguss. Was wahrscheinlich auch nicht verwunderlich ist. Aber ich hätte gedacht, dass die saftiger sind. Die sind ja voll trocken. Die sind recht trocken, ja. So, und die Nadeln. Mal ein bisschen zerreiben. Ja, riecht auf jeden Fall. Riecht gesund. Schafherde. Es riecht auch richtig nach den Tieren. Und die grasen da friedlich vor sich hin. Ja, könnte mir auch schlechtere Orte vorstellen, um als Schaf zu grasen. Wir haben es ja richtig schön hier. Wie süß ist das denn? Hallöchen. Hm? Hallo. Jetzt geht's hier richtig schön durch die Heidelandschaft. Auf so Trampelpfaden.
Mal kurz ein paar technische Daten zu dieser Rundwanderung heute. Auch wenn es wahrscheinlich nur wenige interessiert. Aber wir laufen jetzt heute so knapp 15 Kilometer. Und die Route ist angegeben mit 5,5 Stunden Laufzeit. Aber ich glaube, wir werden wahrscheinlich etwas länger uns Zeit lassen. Noch kleine Päuschen dazwischen. Und insgesamt sind es 481 Höhenmeter in der Summe. Aber verteilt eben auf diese 15 Kilometer, wobei das hier am Albtrauf auch manchmal kurz richtig steil hochgehen kann im Wald oder so. Wo man dann auf einer kurzen Distanz richtig viele Höhenmeter macht. Also nicht so wie auf dem Camino, dass es sich so ewig zieht. Aber bisher ist es ganz angenehm, leicht hügelig. Wir sind jetzt hier ein Stückchen durch den Wald gelaufen. Und jetzt geht es hier rechts weiter. Vorbei an einer Kuhweide mit weißen Kühen. Hier jetzt auch einen coolen Pausenplatz. Ah, endlich mal ein Sitzplatz, der groß genug für mein Ego ist. Bequem? Kann man aushalten, ja. Du hast es voll liebevoll gemacht und ich habe das so gedrückt. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut hört, aber es ist richtig cooles Vogelgezwitscher im Wald. Oh, ist das eine Esche? Eine Eberesche, oder? Vogelbeeren. Es wird echt Herbst. Ja, eine Eberesche. Auch nochmal einen schönen Entspannungsplatz unter einem wunderschönen Baum. Vielleicht mehrere wunderschöne Bäume. Und heute ist wirklich eine Seelenruhe hier. Wir haben heute Samstag. Sehen wir jetzt mal kurz so eine Tafel. Hier ist das Waldheim, wo der Rundweg beginnt. Hier sind wir jetzt. Ja, geht schon noch ganz schön. Aber fast die Hälfte, würde ich mal sagen, haben wir.
So, hier muss man ein bisschen gucken, dass man nicht ausrutscht. Ich höre eine Straße. Ja, jetzt haben wir hier einmal den Mühlenfels und den Galgenfels. Der kommt auch noch. Jetzt gehen wir mal zum Mühlenfels. Erster Aussichtsfels hier auf diesem Rundgang. Yay! Mal schauen. Hier sehen wir Albstadt. Der Weg geht jetzt nach rechts weiter, aber wir machen jetzt kurz einen Abstecher zum Galgenfels. Und okay, Tourensteige. Und da müssen wir, glaube ich, hier rein, oder? Ja, das ist also der Galgenfels hier. Ich muss sagen, es gibt schönere Aussichtspunkte am Alp drauf. Aber jetzt haben wir den auch mal gesehen. Und es geht weiter durch den Wald. War bis jetzt eigentlich eine schöne, abwechslungsreiche Wanderung. Am besten hat mir allerdings das Stück durch die Heidelandschaft gefallen. Das fand ich jetzt noch schöner wie hier die Albtraufkante. Hier kommt jetzt noch mal ein Aussichtspunkt. Interessant gestaltet, die Schleicherhütte. Die Schleicherhütte entstand um das Jahr 1900, also in der Zeit, in der auch der Schlossfelsenturm erbaut wurde, steht hier. Ja. Scheint ein beliebtes Ziel zu sein. Bestimmt auch schöner Ausblick bei Nacht dann. Ja, hier hat es jetzt immer mal wieder so kleine Ausläufer, die, wo man nochmal vor kann an die Kante, so wie hier. Und dann nochmal eine gute Sicht hat. Wir nähern uns einem weiteren Aussichtspunkt. Es geht jetzt irgendwie nur noch durch den Wald, habe ich das Gefühl, am Ende. Ah, hier sehen wir die Schleicherhütte, auf der wir vorhin waren. Da ist sie. Ah, und weg ist. Zum Schluss der Etappe kommt jetzt noch der Schlossfelsenturm, nach dem wahrscheinlich dieser Rundwanderweg auch benannt ist. Und dann gehen wir da noch kurz hoch und machen einen Rundumblick. Hier jetzt nochmal Aussichtsplätzle. Es zieht jetzt langsam zu. Und hier geht's zum Aussichtsturm. Wendeltreppe, Wendeltreppe, Wendeltreppe. Aus. Juhu, ich bin oben. Schön, und hier sieht man auch wieder die Hütte, wo wir waren, die Schleicherhütte. Und rechts davon die zwei Aussichtsfelsen, wo wir davor waren. Das heißt, wir sind jetzt hier an dieser Traufkante entlang gelaufen, durch den Wald. Und jetzt nutze ich mal die Gunst der Minute, um ein kleines Feedback, Fazit zu ziehen. Hoppala. Genau, also die Zeit 5 Stunden 30
ist echt großzügig bemessen. Ist wohl doch nicht reine Laufzeit, ist mit Pausen, weil wir sind jetzt noch unten drunter. Wir kommen jetzt gleich wieder im Waldheim an. Und von der Landschaft her, erster Teil von diesem Rundweg hat mir total gut gefallen. Zweiter Teil kriegt von mir einen kleinen Abzug, kleinen Minuspunkt, weil ich eben das nicht so mag, wenn man im Wald läuft und die Straße hört. Und da wir ja hier oberhalb von Albstadt sind und der Albtrauf da hinten immer oberhalb von dem Gewerbegebiet verläuft, hört man halt auch die Autos von der Straße, die Motorradfahrer und so. Und ja, war jetzt zum Schluss hin ein bisschen schattig auch, klar, im Wald. Deswegen hat mir die erste Hälfte besser gefallen. Aber ansonsten, schöne Wanderung. War jetzt auch mein letzter Draufgang. Also jetzt bin ich alle gelaufen. Es gibt mehrere Draufgänge hier bei Albstadt. Und ja, ist auf jeden Fall doch sehr sehenswert. Muss allerdings sagen, mein absoluter Favorite, wenn ihr mal so einen Albdraufgang laufen wollt, hier bei Albstadt, dann würde ich euch den Panoramaweg empfehlen, den Albdraufgang Hohenzollern Panorama oder so ähnlich heißt der. Mit Blick auf die Burg Hohenzollern. Da lauft ihr auch an der Traufkante entlang, habt immer wieder Hammerausblicke und am Ende, also was heißt am Ende? Ihr kommt dann auf einen Felsen, von der aus ihr Burg Hohenzollern sowas von nah seht. Also im Prinzip wie wenn man Schloss Neuschwanstein von dieser Brücke aus sich anschaut, die dort in der Nähe ist. Nur, dass ich den Anblick noch viel schöner finde, weil eben drumherum alles offen ist und man einen richtigen Weitblick hat. Also das wäre mein Top 1 Albdraufgang. Aber dieser hier ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön gewesen. Gerade auch diese Trampelpfade durch die Wacholderheiden und so. Echt sehr schön, sehr abwechslungsreich. Ja. Und eine Anregung für jeden von euch, einfach mal vor der eigenen Haustür Urlaub zu machen. Man muss oft gar nicht so weit weggehen. Wir sind jetzt 1,5 Stunden gefahren mit dem Auto und es war ein wunderschöner Tag und jetzt werden wir noch essen. Maultasche und Kartoffelsalat und schönes Abschlussradler. Wie immer halt. Richtig, letztes Mal auch schon.